Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Eigentlich dürfte ich mich jetzt gar nicht freuen, es ist nämlich ein sehr ernstes Thema heute. Und übrigens, kleiner Fun Fact, wir sind bei Chrissys Mutter. Ich nehme auch mit Chrissys Kamera auf, denn meine habe ich zu Hause vergessen. Kleiner Tipp an euch, schaut unbedingt beim Merch vorbei. Erster Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's los. Esch hat letztens ein Video hochgeladen, Hals angebrochen beim Fahrradfahren. Ihr werdet jetzt sehen, wie ich auf seinen angebrochenen Hals reagiert habe. Max und Chrissy kommen gleich aus Wuppertal. Safe, wenn Chrissy und ich dieses Mal auf die zurückfahren. Irgendjemand macht einen Prank oder irgendjemand macht ein Video. Safe. Da habe ich hier so eine Halskrause. Ich pack das Ganze hier einmal aus und ich kann mir das, glaube ich, echt lustig vorstellen. Yep, der wollte mich verarschen. Das bin ich jetzt dran und das sieht echt krass aus. Also ich gehe mal kurz zu Mama und Papa. Oh nein, oh, was ist hier denn passiert? Oh, das sieht so heftig echt aus. Jetzt falsch rum. Grüße gehen raus an dich, Ash. Oh. Du musst auch mal Wein sein. Vielleicht auch eine Zwiebel. Vielleicht auch mal eine Zwiebel würde ich auch mal geben. Das sieht auch immer hin. Das sind meine Tricks, Mama. Bist du noch nicht abgedrückt hier im Hals? Doch, ganz schön. Ich rufe den mal schnell an, ne? Ich werde ihn jetzt mal per Video anrufen. Das ihm mal zeigen. Hehe, ich bin nicht rangegangen. Das Gute ist, diesmal kann ich nicht angerufen werden, also doch kann ich theoretisch schon, aber diesmal werde ich höchstwahrscheinlich auch mal am Steuer sitzen. Wir fahren immer so 6 Stunden mit Pause natürlich zu Chrissys Mutter und bisher muss ich Chrissy jedes Mal durchfahren. Jetzt können wir uns abwechseln. Wechseln, wahrscheinlich. Schreib mir kurz, was da rangehen soll. Ich glaube sogar, ich habe gesehen, dass er angerufen hat, aber ich hatte... Stopp, ich glaube, er hat Angelina gerade weggebracht. Irgendwie sowas. Dann hat er uns angerufen, da waren wir schon fast zu Hause. Das seht ihr jetzt. Ihr müsst wissen, als ich die Nachricht gesehen habe, ich dachte mir so, scheiße, hä? Meint ihr das jetzt ernst? Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe nicht damit gerechnet, dass er ein Video aufnimmt. Ich rufe Chrissy mal an, ich glaube, die ist mehr am Handy. Stimmt. Stimmt gar nicht, sie ist doch am Steuer. Man ist abgewürgt von dem Ding. Ich hätte noch länger warten müssen, wenn wir rangehen. Leute, Max ruft an. Ich war gerade bei einem Freund. Und bin dann zurückgefahren, es regnete gerade im Strom. Das ist nicht mal gelogen gewesen, es hat so krank angefangen zu regnen. Mein Fahrrad in der Kurve ausgerutscht, bei Regen. Mir war alles rutschig dran. Ich könnte wetten, dass er kurz vorm Lachen war, aber hört sich ehrlich, ich muss ehrlich sagen, das mit der traurigen Stimme, so mit fast Weinen, hat er gut gemacht. Ich hab hier, das sieht komisch aus, aber wir waren gerade beim Arzt oder so, Papa, hab eine Halskrause bekommen. Ja, auf eine Halskrause bekommen. Geile Reaktion, oder? Auf so eine Halskrause, auf einen angebrochenen Hals. Da lacht man doch erstmal, oder? Ich bin gleich da. Warum nichts? Er hat aber auch gelacht, muss ich sagen. Als ich mit ihm telefoniert habe, ist mir das Lachen bei ihm gar nicht so aufgefallen, wie es mir jetzt gerade auffällt. Er hat ja voll gegrinst die ganze Zeit. Das tut wirklich weh. Nein, ich kann meinen Kopf nicht bewegen. Vom Arzt, die waren gerade noch beim Kinderarzt. Beim Kinderarzt, oder? Nein, die sind... Hat Ash ein bisschen verkackt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass man mit einem angebrochenen Hals zum Kinderarzt geht. Also schreibt mal rein, würdet ihr zum Kinderarzt gehen, wenn ihr einen gebrochenen Hals habt? Ich würde eher die Notaufnahme aufsuchen. Weil ich muss den Kopf jetzt so nach oben halten die ganze Zeit. Zeig mal dein Zimmer kurz. Da wollte ich gucken, ob er irgendwo eine Kamera stehen hat. Weil ich wollte sicher gehen, dass er nicht ein Video aufnimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gesehen habe, habe ich es mir geglaubt. Ich habe es ihm wirklich einfach abgekauft, dass er einen gebrochenen Hals hat. Dass wenn wir gleich zu Hause ankommen, dass er irgendwie, dass es halt wirklich einen angebrochenen Hals hat und wirklich mit dem Fahrrad auf die Fresse geflogen. Ich war echt schockiert da. Ich habe nicht mal dran denken können, dass vielleicht einfach nur eine Kamera auf der Fensterbank fehlt. War ich der Überzeugung, dass Ash, wenn er ein Video machen würde, dass er, keine Ahnung, was Mama filmt oder so. Habe ich falsch gedacht, leider. Ich weiß nicht, ob er es mir angemerkt hat da in dem Video, aber ich habe ja eigentlich bisher so die ganze Zeit gelacht da. Und dann, naja, wurde ich tatsächlich ein bisschen ernst. Okay, dann. So, nein! Junge, jetzt schreibt Chrissy mir hier. Er hat das richtig gut rübergebracht. Ich glaube, das hat er relativ schnell gecheckt. Danach dachte ich, es wäre echt. Chrissy und ich haben danach die restliche Fahrt drüber geredet, ob das jetzt echt ist oder nicht. Ich habe viele Punkte, die irgendwie nicht so Sinn gemacht hatten, so. Zum Beispiel mit dem Kinderarzt. War, glaube ich,
ein bisschen zu auffällig, dass ich einmal aus Versehen gelacht habe. Einmal gelacht? Beim Höhenruf hat Max das nicht so richtig geglaubt irgendwie. Nein. Weil ich habe einmal aus Versehen so gelacht. Ja, hab mich so angeguckt, so. Hab ich so geguckt oder was? Die sind jetzt fast zu Hause, warte. Echt? Mhm. Die sind gerade die Ecke reingefahren, meinte er. So, Leute, die sind da. Ja. Besten liegt sie ins Bett. Noch kurz ein paar Tipps zur Mama abgestaubt. Das ist ein Fahrrad gefallen. Ist ehrlich? Ja. Vorhin war ja mit Haris unterwegs, ne? Mit Luke. War mit Luke und dann zu Hause. Luke war in der Schule. Ja. Ich bin nach Hause gefahren, der Große. Was guckst du mich so an? Ich glaube, das nicht. Zu Hause nicht mehr so richtig abgekauft, ganz einfach, weil. Er wäre schon echt ungünstig vom Fahrrad gefallen. Und es gibt gleich noch eine Stelle, wo es klar war, dass es ein Prank sein muss. Weil ich möchte gerade an. Ich so lange, wie das ich weiß. Ich wusste es. Ich bin ja nicht nur auf der Hals gefallen. Genau das dachte ich mir in dem Moment. Weil ich meine, wenn er so mit dem Fahrrad hinfliegt, dass er seinen Hals angebrochen hätte, dann müsste er doch irgendwo noch irgendwas anderes haben. Ich meine, so eine Schramme im Gesicht oder keine Ahnung, also irgendwas. Ich glaube, damit es richtig gut gewesen wäre, der Prank, hätte er sich nochmal richtig wirklich entleben müssen. Nicht Spaß beiseite. Kannst du mal die Stelle sehen? Ich hab's nicht geglaubt am Ende. Das war's dann auch schon. Schreibt jetzt in die Kommentare rein, wie ihr diesen Prank von Ash fandet. Lasst einen Daumen nach oben. Da vergesst nicht mal beim Merch vorbeizuschauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Max und ciao.